Hey, süß, süß. Ganz allein unterwegs, ne, Schätzchen? Wie war's mit uns beiden? Ja, mit dir, du bist ganz weg! Hallo, ich bin der Tian Wanner, Inhaber von Functional Fighting. Und ich bin Jeanette Vögeli, zuständig für das Frauentraining bei Functional Fighting. Wir unterrichten dir einfache und funktionierende Selbstverteidigung. Wir kommen jetzt zur Basis von der Art und Weise, wie wir unseren Körper und Hände positionieren. Für das habe ich hier auf der linken Seite Jenny von der Annabelle. Sie übernimmt den Part von der Person, die sich verteidigt. Und auf der rechten Seite ist Jeanette. Sie übernimmt den Part von der Aggressorin. Vielleicht schaut ihr mal so an, dass ihr euch gegenseitig anschaut. Du kannst einfach so bleiben. Und Jenny kann jetzt in eine Position gehen, wo sie einnehmen würde, sobald sie merkt, da ist eine Person von mir, vor mir, die eine Bedrohung für mich darstellen könnte. Zwei Sachen sind dabei wichtig. Einerseits die Füße. Du nimmst den rechten Fuß ein bisschen zurück, etwa Schulter breit, Schulter tief, genau, dass du dich stabil fühlst. Du gehst mit dem Gewicht ein bisschen runter, genau so. Und dann ganz wichtig, die Hände kommen hoch. Selbstverteidigung hat extrem viel mit Grenzen setzen zu tun, mit Grenzen setzen und Grenzen zu kommunizieren und, wenn es muss sein, auch Grenzen zu verteidigen. Das heisst, deine Hände sind wie ein Zaun, den du um dich aufbaust, der im Gegenüber symbolisiert, da ist meine Grenze, da kommst du nicht durch, ich will nicht, dass du näher kommst. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das wäre genau das, was du machst, sobald du merkst, du kommst in eine gefährliche Situation, nimmst den Stand. Ich gehe nochmal normal und wieder in Position. Was wir jetzt noch dazu nehmen, ist die Stimme. Das symbolisiert schon ganz klar, bleib auf Distanz. Aber es hilft natürlich, wenn du einem Gegner, einer Bedrohung auch sagst, was du von dieser Person willst. Also da wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du entweder sagst, bleib stehen, oder wenn du wirklich merkst, das ist eine gefährliche Situation, auch ganz laut stoppst. Ich schlage vor, mach gerade die laute Variante und so laut wie möglich. Wenn du in die Position gehst, gerade rufst, stopp. Und los. Stopp. Und wieder zurück. Und viel lauter. Stopp. Besser. Wir unterrichten bei uns 5 Primärwaffen. Das sind Schlagtechniken, die grobmotorisch und brachial umsetzbar sind. Das heisst, es sind Techniken, wo du kannst in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie im Körper vom Gegner transportieren. Die erste Primärwaffe, die wir unterrichten, ist der Handballenstoß. Jeanette wird jetzt die Pratze heben. Die Pratze steht für den Kopf von deinem Gegner. Und Jeanette wird nachher erklären, was die einzelnen Elemente sind, die einen harten Handballenstoß ausmachen. Möglichst explosiv mit einer schnellen Gewichtsverlagerung nach vorne zum vorderen Bein den Arm, den gestreckten Arm durch den Kopf des Gegners durchzuschiessen. Eins der Prinzipien, das sich in realen Selbstverteidigungssituationen als sehr wirkungsvoll bewiesen hat, sind Angriff auf die Augen. Beim Angriff auf die Augen ist es egal, ob die Gegner gross und breit und schwer ist. Die Augen von allen Menschen sind verletzlich. Für dich als Frau ist das speziell hilfreich, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der dir schon viel zu nah ist und du möchtest die Person schnell wieder auf Distanz bekommen. Wenn du die Person auf Distanz gebracht hast, kannst du entweder mit einer Primärwaffe, wie zum Beispiel einem Handballenstoss, wo du schon kannst, weiterarbeiten, oder du kannst die Person wegdrücken und flüchten. Und das ist das, was wir wollen in einer Selbstverteidigungssituation. Wir wollen nicht dort sein, wo die Gewalt ist, sondern machen alles, um aus der Situation wegzukommen. Du darfst es jetzt selber ausprobieren, wie sich das für dich anfühlt, wenn du intensiv gepackt wirst. Und aus dieser Situation heraus kannst du mit beiden Händen in meinen Kopf aufschießen, meinen Kopf umfassen und dann die Spitze von deinen Daumen so tief und fest, wie es geht, in meine Augäpfel hineindrücken. Gut, bist du bereit? Gut. Weil das für die Person, die es in die Augen bekommt, nicht so angenehm ist, trainieren wir das jetzt auch unter Pratze. Jeanette wird das mit dir machen und zeigt dir noch, auf
was für Details du kannst achten, dass du richtig deinen Augenangriff kannst schaffen. Der Gegner ist sehr nah vor dir, zu nah für dich. Und du verschaffst dir jetzt Distanz, indem du mit deinen Daumen sehr schnell in die Augen einschnellst. Und zwar am besten zwischen Nase und Auge. Und die voll eindrückst. Und so schaffst du die Distanz und kannst im besten Fall flüchten.